So, wir kommen zu unserem nächsten Teil der Ausrüstungsreihe. Wir machen jetzt eine richtige Ausrüstungsreihe, haben wir festgestellt. Da, und zwar die Besonderheiten, die man auf dem PCT braucht. Der PCT hat nämlich im Grunde zwei Besonderheiten, die ihn von anderen Trails unterscheiden, wofür man besondere Ausrüstung braucht. Das sind einmal die Sierra Nevada, das Hochgebirge, das durch man das durchgeht, was eben besonders viel Schnee hat. Da muss man Schneeausrüstung haben und einen Bergfenster. Und der erste, die erste 700 Meilen geht man durch Wüste. Und vor allem, wenn man aus Deutschland kommt, hat man vom Desert Hiking hier noch nicht so viel mitbekommen. Ja. Da braucht man eben vor allem einen wirksamen Sonnenschutz. Ich würde sagen, wir fangen mit den Sierras an, weil das interessiert, glaube ich, die meisten mit der Eisausrüstung. Und Bärenkanister, erstmal das erste, das ist relativ das erste, einfach. Von, genau, ich kenne, also von Kennedy Meadows, das ist ungefähr bei meiner, was? 702. Bis zu Nora Pass bei meiner 1000 irgendwas? 30? Genau, bei 1020, 1030, so um den Dreh herum, ist es eben Pflicht, dass man einen sogenannten Bärkanister mit hat, also einen Bärenkanister. Das ist einfach eine bärensichere Box, keine Ahnung, in dem Umfang. Macht sein Essen da rein. Genau. Damit die Bären da nicht drankommen. Genau. Und die Bären können die eben nicht öffnen, weil die so einen besonderen Verschluss haben. Und weil die Bären vor allem im Yosemite National Park eben so schlau sind, dass die im Grunde die Hiker immer das Essen klauen, muss man die eben, muss man das Essen in solche Bergkanister machen. Genau, ist eigentlich auch kein, das Ding ist halt schwer. Es wiegt ein Kilo meistens. Deswegen kauft euch das einfach in Kennedy Meadows. Gibt es zwei Läden, wo man die kaufen kann. Ich weiß nicht, ob man da viel mehr bezahlt, da kosten die 60, 70 Euro. Kein Problem. Genau, und es war, ja, genau, und ist extrem angenehm zu kaufen. Die haben da auf jeden Fall Bärenkanister, die sind da vorbereitet, dass da hunderte von Hikern durchlaufen, die alle einen Bärenkanister brauchen. Deshalb muss man sich im Grunde die ersten 700 Meilen darüber überhaupt keine Sorgen machen. Ja. In Kennedy Meadows, das haben wir selber auch gemacht, kriegt man die Bärenkanister und da sollten unsere Meinung nach sich sorgenfrei einkaufen. So, das nächste in den Zerrassen, war das was mit der Eisachse, Niki. Ja, die Eisachse, das ist natürlich immer... geht immer viel Gerede auf dem Trail rum, die ersten 700 Meilen. Was habt ihr in den Sierras? Habt ihr eine Eisachse dabei? Was ist, wenn ich falle? Muss ich da nicht eine Eisachse haben? Ja, ja, und das Sentiment ist ja eigentlich so, die meisten sagen, also die das schon mal gemacht haben, eigentlich benutzt hat man die Eisachse nie. Genau. Aber wenn man gefallen wäre, dann wäre es schon gut, die dabei gehabt zu haben. Also sind im Grunde froh, dass sie eine hatten, aber benutzt wird sie eben seltensten Fällen. Ich glaube, wir haben von allen gehört, der sich einmal damit retten musste. Und wir sind in einem sehr hohen, 2017 sind wir gelaufen, also in einem sehr, sehr hohen Schnee. Ja, wir hatten viel Schnee. Ich muss ehrlich sagen, ich könnte mir jetzt vorstellen, das Ganze ohne Eisachs zu machen. Ja. Ich würde vielleicht trotzdem eine mitnehmen. Ja, einfach weil man sie dann hat. Aber ich habe jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass man wirklich in Lebensgefahr schwebt. Und genau. Dann muss man auch dazu sagen, wenn es wirklich so gefährlich ist im Abhang, dass wenn du fällst und dich nicht self-arrestest und dann tot bist, weiß ich gar nicht, ob man überhaupt dann da hoch sollte. Dann sollte man wahrscheinlich dann nicht rüber gehen. Genau. Zumal wir haben es nicht geübt. Die meisten Leute haben keine Ahnung, wie man jetzt self-arrested. Genau, wie man self-arrested überhaupt. Genau, aber man fühlt sich halt deutlich sicherer, wenn man Man fühlt sich sicherer. So ist das, ne? Und jetzt eigentlich das Argument dafür, noch ein Argument für die Eisachse ist, man kann gut bremsen, wenn man, wenn man auf dem Arsch die Steine runterslidet, runterrutscht. Ja. Genau. Jetzt eine bessere Alternative. Es gibt noch einen sogenannten Whippet, heißt er auf Englisch. Ich habe keine Ahnung, wie das Deutsch heißt. Das ist quasi ein Gerät, was man auf seinen normalen Trekkingstock draufsetzen kann. Das heißt, man nimmt quasi die Spitze vom Eispickel und setzt den mit so einer Vorrichtung oben auf den Trekkingstock, sodass der Trekkingstock quasi zur Eisachse wird. Ja. Und tatsächlich für echtes technisches Eisklettern reicht das nicht aus, aber für eben so eine Zelt, wenn man wandert und gelegentlich mal einen Self-Arrest machen muss, vielleicht, ist das im Grunde völlig ausreichend. Ist halt sehr viel leichter. Sehr viel leichter, billiger ist es auch, genau. Ja. Und das heißt, ich würde sagen, wenn man tatsächlich eine Eisachse will, was die meisten wollen schon eine Eisachse, dann sollte man eher ein Whippet nehmen als eine Eisachse. Ja. Und jetzt kommt eigentlich das dritte, das ist eigentlich das umstrittenste dazwischen. Oder da sind wir uns nicht ganz sicher. Ja. Microspikes oder Crampons. Also Microspikes sind einfach so Gummi. Grödel ist, glaube ich, der Beispiel. Gummigrödel, ja. Halt mit unten Eisenzacken dran, genau, so Spikes für die relativ einfach um die Schuhe zieht und halt einem mehr Halt geben. Ja, genau, ist so eine Sache, ne? Wir sind durch den Schnee gelaufen und es war schon nützlich immer im Morgen, einfach weil, wenn der Schnee noch gefroren war und extrem hart war, dann ist man ohne die echt viel rumgerutscht. Ist aber nicht so, dass man ohne die überhaupt nicht durchgekommen wäre. Wir waren auch durchaus manchmal einfach zu faul, die anzuziehen und haben es gelassen und es war kein Problem. Genau, oft, also bei mir, ich habe immer nasse Füße gekriegt, wenn man die angezogen hat, weil der Schnee dann irgendwie da stecken geblieben ist.
Ja. Ich hätte jetzt gedacht, wir hatten vielleicht ein, zwei Hänge, wo man froh war, dass man sie hatte. Ja. Ist ja, man hätte es auch ohne. Und man hätte es auch ohne gemacht. Und vor allem in Jahren, wenn nicht so viel Schnee liegt, kann man sich die, glaube ich, sparen. Genau, hätte ich auch gesagt, ja. Kann man nur nachdenken, ist aber auf keinen Fall ein Muss. Und dazu jetzt noch kurz Crampons. Crampons sind ein bisschen aggressiver, die haben so richtig dicke Eisenzähne. Ja, genau, wirklich Zähne. Gefühlt kann man damit auch senkrecht Eisenzähne laufen. Das ist oft, dass die tatsächlich auch quasi vorne aus dem Schuh rausgehen, sodass man sich damit in so steile Eishänge schlagen kann. Und die sind ein absoluter Overkill. Die braucht man auf keinen Fall. Ja, genau. Erstens, weil man braucht sie einfach nicht, das ist einfach zu viel. Und zweitens, weil man auch sich schnell verletzen kann und irgendwie hier mit dem einen Fuß ins Bein schneiden kann und so weiter und so fort. Also, da würden wir die Finger davon lassen. Es ist einfach, braucht man einfach nicht. Genau. Und na, zu den ganzen Eisausrüstungen in den Serras, man kann einfach sagen, man muss sich eigentlich gar keine Gedanken machen. Alles, was man braucht, kriegt, kann man in Kennedy Meadows kaufen. Genau. Es wird viel zu viel drüber geredet, bevor man überhaupt da ist. Riesenpanik gemacht, hunderte Meilen, bevor man überhaupt da ist und weiß, wie die ganze Situation ist. Und da würden wir einfach sagen, bleibt ruhig, bleibt gechillt. Kommt erstmal nach Kennedy Meadows, das ist der erste Punkt. Nimmt dann einen dicken Zero-Day und überlegt dann, was ihr mitnehmen müsst. Genau. Es gibt nämlich einmal den General Store, der hat schon einiges an Ausrüstung. Und jetzt eben, ich glaube, letztes Jahr geöffnet, gibt es die Triple Crown Outfitters von Yogi, die sich eben genau darauf spezialisiert haben, PCT-Hiker auszurüsten für die Sierra Nevada. Von daher, die haben alles, was ihr braucht. Genau. So, und jetzt zum nächsten Teil, die Wüste. Die Wüste, genau. Bei der Wüste gibt es eigentlich, einmal Wasser, man muss halt viel Wasser tragen, so, aber das kriegt man ja irgendwie, das ist jetzt ja nicht, geht, genau. Das ist jetzt ja, man muss halt viel, was Smart Water Bottles, halt diese Flaschen, die man in Amerika kriegt. Das Wasser ist teuer, die Flaschen leider auch. Die Flaschen sind teuer, genau. Aber sind eben sehr beliebt bei Hikern, weil sie so eine gute Form haben. Sie sind halt relativ hoch und schlank. An sich sind stinknormale Plastikflaschen, aber die kann man halt gut aus dem Rucksack raus und rausziehen. Und man kann halt die Filter draufschrauben, die Sawyer. Genau, so ein Wasserfilter kann man perfekt draufschreiben. Und davon kann man sich dann halt, kauft man sich halt, wenn man weiß, es kommt jetzt ein Stretch, wo 50 Mal kein Wasser ist, kaufst du dir halt 7 Flaschen. Ja, genau. Dann fühlst du dich frei. Eigentlich kein Ding. Was spannender ist Sonne. Und zwar, ich habe mir einen Regenschirm mitgenommen, also diesen Euroschirm, den kennt wahrscheinlich jeder, mit diesem reflektierenden Sonnenschirm einfach. Ja. Niki hatte eine Cappy mit Sonnenschutz und Nackenschutz. Kannst du ja mal kurz anziehen, um das zu demonstrieren. Genau, ich hatte den Outdoor Research Sun Runner Hat, heißt der, glaube ich. Und jetzt im Nachhinein, was einem beim Regenschirm halt am meisten gestört hat, ist, dass es halt sehr windig war, vor allem an so Hängen, wo es hochging, dass dann immer von unten der Wind kam und den Sonnenschirm sozusagen, wie sagt man, das dann halt so umgeknickt hat. Und das war dann immer ziemlich nervig. Und vor allem, es waren halt dann, immer wenn es besonders heiß war und die Sonne richtig geballert hat, kam dann immer dieser Wind auf, hat einem den Sonnenschirm weggeklatscht. Ja. Und dann, wenn ich nochmal gehen würde, würde ich mir auch so ein Cap hier einfach kaufen. Genau. Das ist halt so ein spezielles Teil, im Grunde einfach eine Cappy, wo man hier so einen Sonnenschutz für den Nacken dran machen kann. Genau, kann man sich auch anders machen, aber mit dem Teil war ich ganz zufrieden. Oh, so ein Cowboy-Hut, klasse. Genau, oder so einen breitknäppigen Hut kann die Sache auch machen. Ja. Aber es gibt natürlich auch die Schirme, die haben dann auch... Die sind schon auch relativ beliebt, muss man sagen. Bestimmt ein Drittel von den Leuten hat Schirme dabei oder so. Man merkt auch, dass da drunter, die geben schon echt gut Schatten und es ist schon auch kühler. Aber sie wiegen natürlich auch mehr. Aber in der Pause kann man den aufstellen und darunter, wer unsere Videos geguckt hat, der weiß, wie man nicht redet. Was wir gemacht haben, ne? Und genau. Es gibt da natürlich auch so Leute, die sich so irgendwie geschickt, dieser eine Typ hatte so zwei Fäden oben am Schirm und dann unten am Griff, so dass das sozusagen extra nochmal verstärkt war und der hatte gar kein Problem mit Wind. Ja, genau, es gibt so ein paar Varianten auch, dass man den Sonnenschirm überhaupt im Rucksack befestigt, sodass man den gleichzeitig festschicken kann. Das ist ganz cool, wenn man am Rucksack immer so ein paar fancy technische Sachen. Nee, also ich würde sagen, Fazit ist ganz nett, aber auf keinen Fall nur uns wieder. Nee, ich würde lieber eine Cappy. Das macht das Ganze einfach sehr, sehr, sehr viel einfacher. Muss ich keine großen Gedanken drüber machen. Ja. Und man kommt gut durch damit. Ja. Jo, genau, das war es. Die Besonderheiten des PCTs und welche Ausrüstungsgegenstände man dafür mitnehmen sollte. Was mit Schuhen? Sollen wir auch noch drauf eingehen? Ja, komm, ich würde... Okay, ja, genau, was für Schuhe sind gut. Und da gibt es eigentlich unserer Meinung nach nur eine klare Antwort, ne? Also erstmal kann man natürlich sagen, was man immer sagt, Schuhe sind ein sehr persönlicher Gegenstand. Man braucht immer Schuhe haben, die passt. Das ist das Item quasi, was je nach Person am unterschiedlichsten ist.
man soll die Schuhe, die man nimmt für den PCT, auf jeden Fall vorher testen. Geht auf keinen Fall mit Schuhen los, die ihr nicht vorher angezogen habt. Ja. Macht Probewanderung damit, ruhig ein, zwei Tage. Stellt sicher, dass die wirklich passen. Ja. Genau. Gut, welche Art von Schuhe soll ich mal mitnehmen? Ja, zur Option stehen eigentlich Trailrunner und richtig dicke Wanderstiefel. Ja. Also in der Wüste auf jeden Fall Trailrunner, muss man eigentlich gar nicht drüber reden. Ne? Ja, Trailrunner sind also im Grunde Jogging-Schuhe, im Grunde Jogging-Schuhe. Ein bisschen aggressivere Sohle, vielleicht ein bisschen mehr Polsterung für Steine und sowas. Ja. Sind aber Jogging-Schuhe, die vor allem nicht wasserdicht sind. Also es gibt auch wasserdichte, aber auf keinen Fall wasserdichte Schuhe mit. Das ist nicht gut, die atmen nämlich nicht so gut. Ja. Genau, sondern schön atmungsaktive Trailrunner, leicht. Ja. Also auch für die Wüste auf jeden Fall Trailrunner. Genau, für die Wüste auf jeden Fall. Einfach weil es heiß ist und so weiter. Und jetzt in den Sierras schicken sich halt viele so dicke Wanderstiefel und so weiter. Das ist eine beliebte Option, ist unserer Meinung nach schlechter als Trailrunner. Man sollte einfach die Trailrunner, die man in der Wüste schon hat, einfach weiter anziehen. Genau. Das ist das Modell. Wir waren super zufrieden mit den Trailrunnern in den Sierras. Einfach jetzt nochmal zu dem wasserdicht, ne? Genau, viele sagen ja, vor allem als wir durchgegangen sind, war extrem viel Schnee, braucht man da nicht wasserdichte Schuhe. Naja, was sagt man dazu? Was sagt man dazu? Durch die Flüsse muss man sowieso, sollte man sowieso mit angezogenen Schuhen gehen, weil man einfach mehr Halt hat, um nicht weggeschwemmt zu werden. Sprich, die Schuhe werden früher oder später sowieso einmal nass. Das kann man nicht verhindern, dass man in den Sierras die Hälfte der Zeit nasse Füße hat. Das Problem ist aber auch gar nicht so schlimm, daran gewöhnt man sich irgendwann und kein Ding. Naja, das Problem ist halt, wenn du dann dicke, wasserfeste Stiefel hast, die werden nicht mehr trocken, die kann man in den nächsten drei Tagen. Genau, weil die eben nicht so atmungsaktiv sind, trocknen die eben auch nicht. Ja. Und deshalb, nimmt einfach schnell trockene, atmungsaktive Schuhe, auch für die Sierras, auch für den Schnee mit. Ja. Und damit seid ihr glücklich. Und dann gibt es noch diese ganze Knöcheldebatte und so weiter. Wenn man ja nicht hohe Schuhe hat, dann knickt man sich den Knöchel um und so weiter. Ach, wenn man da nicht gefährdet dafür ist, also wenn man den Knöchel noch nie umgeknickt hat, dann ist das im Grunde kein Thema. Nehmen halt Trekkingstöcke mit. Ich meine, 99% hatten Trekkingstöcke mit. Und mit den Stöcken ist man sowieso... Hat man eh noch mehr Gleichgewicht. Hat man viel mehr Gleichgewicht. Und vor allem, wenn der Rucksack recht leicht ist, ist Knöchel um. Ich wollte gerade sagen, eigentlich. Wer einen 20 Kilo Rucksack mit hat, so, der kann dann auch mit den Schuhen machen, was er will. Und der soll sich dann dicke Stiefel noch dazu holen, ist okay. Aber wenn man, sag mal, der Rucksack unter 10 Kilo wiegt, Base, also jetzt ohne Essen und so weiter, das ist eigentlich... Das ist ja nichts. Da knickt man nicht um, da ist die Belastung nicht so hoch auf den Füßen. Trailrunner. Ultra Lone Peak, was sagst du? Genau, wir beide können nur noch sagen, welches Modell wir hatten. Wir hatten die Altras, also Altras ist so eine amerikanische Schuhfirma, die sich extrem beliebt ist. Vor allem gegen Ende des Trails hatten 70-80% der Leute Altras. Ja. Was ist das Besondere an denen? Also leichte Trailrunner, sehr atmungsaktiv. Die haben eben eine sehr breite Zehenbox vorne. Sind vorne also sehr viel breit, sehr breit und geben viel Platz für die Zehen. Ist halt sehr beliebt bei Leuten anscheinend. Und wir waren es gibt die Fraktionen, die lieben und die dann halt diese Schuhe tragen. Und dann gibt es halt die absolut hassen und sagen, das ist überhaupt nicht bequem, da läuft man nicht gut drauf. Die sind sofort nach 100 Meilen kaputt. Ist eine persönliche Frage. Wir waren sehr zufrieden mit der Altras. Und wenn ihr noch nicht ausprobiert habt, probiert sie aus. Ja. Genau, New Balance gibt es noch. Es gibt ja eine ganze Reihe von Schuhfirmen. Da müsst ihr einfach ausprobieren, was für euch am besten ist. Und da vor allem Altras, wenn man sich Altras holt, ich würde mir die schon hier in Deutschland kaufen, ein bisschen damit rumlaufen, wegen dem Zero Drop dazu. Das ist auch noch speziell bei den Altras. Die haben halt keine Sprengung. Genau. Sprich, keinen Absatz hinten. Keinen Absatz hinten. Man steht vorne genauso hoch wie hinten am Fuß. Genau. Da würde ich mir einfach mal ausprobieren. Mal ausprobieren, ein bisschen damit rumlaufen. Genau. So. Ja, das war es jetzt eigentlich für die spezielle PCT-Ausrüstung und so, ne? Ja. Zu den Sierras noch. Einmal noch hier für die Knallharten, die so weit geguckt haben. Was ist mit dem Seil? Ich meine, man muss ja durch reißende Flüsse, die teilweise auch durchschwimmen. Weil die so durchschwimmen. Ja, sag mal, ist es dann nicht schlau, ein Seil mitzunehmen, das einmal rüber zu werfen, irgendwie dann festzumachen und sich dann so durchzuziehen? Könnte man meinen, im Endeffekt, nee. Ist im Grunde fast sogar gefährlicher. Ich meine, der erste muss durch. Der erste muss sowieso ohne Seil durch. Genau. Ja. Also, was soll man noch sagen? Wir haben eine Gruppe getroffen, die das gemacht hat und haben da ungefähr 2 Stunden gebraucht, dieses ganze System mit den Seilen abzusetten, bis sie dann irgendwie da rüber konnten und wir sind halt einfach so durchgelaufen ohne Ding. Also, Seil, nimmt kein Seil mit, ist unnötig. Das ist überflüssig.